200 Franken Augen untersuchen. Jedes Jahr. Jeden Tag? Jedes Jahr, du. Ah. Halben Tag. Das ist also... Dieser Fliegerei ist schon immer... Not der Pilot. Pick up the telephone. Ring, ring, pick up the telephone. This is the famous... Ladies and gentlemen, good afternoon. This is your captain speaking. God's the land. On behalf of Air India, I would like to welcome you aboard. Please fasten your seat belts. Das ist einmal dir. Liebe Freunde sind da. Ich sag dir, in der Garderobe hast du das Gefühl, die arbeiten nicht einmal mehr vom Stuhl bis zu der Tür. Nee. Oder? Ja, so, so. Dann gehen sie auf die Bühne, dann machst du Klick und dann kommt der perfekte Schau. Sie sind ganz liebe Freunde. Reiner vierstimmiger Gesang und allem nehmen wir vor. Das glaubst du einfach nicht. Was ist, musst du eine hure Party gehabt. Es war hure lustig. Irgendwie an unserem Tisch war immer ein hoher Gelächter. Das ist so überraschend. Du sagst, man hat Abfahrt am 9. Da stehen sie natürlich da, packt alles parat. Wir müssen schon ein Bier haben. Ja. Victor, ganz schlecht. Der Mann hat kein Geld. Da habe ich ganz schlecht Italienisch verstanden. Dann ist dann irgendwann hat es aufgegeben. Das ist jetzt so eine Abzockstation. Was ist jetzt das für ein Kommentar? Also für den Sonntag in der Vorkasse ist wieder gut zum Heimgehen. Am Morgen ist das gut, es ist einfach am Abend aber nicht gut. Ja, das ist gut. Mit dem Baseballschläger. Wir sind in dem pittoresken Städtchen angekommen. Da haben sie wirklich. Wenn etwas übrig ist, der Rest wird wieder heim. Oder ist es mehr so unter Tourismus? Nicht wirklich Kaffee. Wir werden dann nicht am richtigen nach Bord, oder? Mal, da ist doch schon. Nicht wirklich. Mal, nicht. Aber draußen. Wer ist schon hierher gegangen? Pizzeria. Weg da, da, weg! Da sind wir ein bisschen weg vom Schuss, oder? Dann können wir jetzt nicht parkieren. Ich glaube, das ist jetzt nicht schlecht. Dann gehen wir wieder links. Genau, das ist darum heissen, das Venedig. Das hat jetzt gar nicht, bist du mal zu Venedig gewesen? Ja, die Altenbrücke ist echt gross. Das ist jetzt leicht anders. Leicht anders, oder? Venedig. Ja, das ist echt so ein Sinsel. Schlag gerade nicht der Alp. Das ist eben die berühmte Kille wahrscheinlich. Was sie was gemacht hat. Sie haben Fremdenführer da erwähnt. Der Fantama verschossen. Aus 1581 ist die Kirche. 1581. Ehrlich? Du hast auch einen Whispering gehört. Du kannst fein im Sinn flüstern und der andere Seite hörst. Der Fantama flüstert. So gut akustisch. Es steht einer irgendwie weit weg, gell? Und hast du viele Schnurren der Person. Ja. Was willst du da? Nein, sag mal. Was ist
draußen ist schon nicht so gut für die Kamera. Eben, das ist ja das. Vielleicht eine von diesen Brücken, wenn du über die Fahrbahn rennst, gehst du zwischendurch. Ui. Ja, wenn es einmal Unfall hat, ja, ja. Wenn sie hier rüber sind, wenn sie über das Zeug reinklettern, gehen sie runter. Darum haben sie jetzt überall so Netze an den Tag. Ein paar Ecken oder so. Ja. Ja. Ist ein paar Mal vorgekommen. Tatsächlich. Ja, der Beste finde ich immer noch, ich bin Greenpeace protestiert dort auf der Autobahn zwischen Lausanne und Genf. Deine Kluft bezahlt. Ja. Und einer hat so Seil gespannt über die Autobahn. Von den beiden Enden hat sich ein paar angegeben, dass sie es abgeseilt haben. Kommst du mir und steht.